Sumpex ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Morabell, welches sich aus dem Starter-Pokémon Hydropi entwickelt. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es zudem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Sumpex zu vollführen. Sumpex ist ein großes, zweibeiniges und amphibienähnliches Pokémon mit hauptsächlich hellblauer Farbe. Das Areal vom Unterkiefer über den Brust- und Bauchbereich bis zum Unterleib erscheint etwas heller. Das Pokémon besitzt trotz der Größe einen relativ schlanken Körperbau mit kraftvollen Gliedmaßen. Die kräftig gebauten Arme verfügen an den Händen über breite Finger. Gleiches gilt für die Beine, nur sind diese von sehr breiten und kräftigen Gestalten. Und Arme und Beine sind mit orangefarbenen Zierelementen versehen. Das Pokémon oder dem Pokémon wächst hinten eine große, fächerartige Schwanzflosse. Auch auf dem Haupt befinden sich zwei große, schmale Flossen, die von den Augen bis zum Hinterkopf verlaufen. Diese dunkelblau gefärbten Körperteile dienen Sumpex dazu, feinste Veränderungen in Luft und Wasser zu erspüren. Am ovalen Kopf befinden sich die kleinen Augen mit orangener Lederhaut und die kleinen Nasenlöcher über dem sehr breiten, mit zwei Zähnen im Oberkiefer ausgestatteten Maul. Sumpex Augen sind besonders scharf und ermöglichen ihm auch das Sehen in sehr schmutzigem Wasser. Ein besonders auffälliges Merkmal sind die orange gefärbten Wangen mit zackigen Kiemenästen. Mit der Hilfe eines Sumpex-Nieten ist das Pokémon in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Sein Aussehen verändert sich dabei in folgenden Punkten. Insgesamt ist ein Anstieg von Größe und Gewicht zu erkennen. Die ursprünglich orangefarbenen Zierelemente färben sich kräftig rot und nehmen an Anzahl zu. Sumpex besitzt in dieser Form einen massigen und sehr kräftigen Körper. Besonders die Arme sind muskulöser und an den Händen sind nun drei runde und dicke Finger ausgeprägt. Die Beine sind im Gegensatz zu den Armen kurz geraten. Auf dem Kopf wachsen nun drei lange Flossen, wobei die mittlere über den Rücken in den großen Schwanz übergeht. Der Kopf ist ebenfalls breiter und die drei Kiemenäste sind an den breiten Wangen zu langen Zacken herangewachsen. In der Shiny-Form sind die hellblauen Körperregionen in einer rosa-violetten Farbe, die dunkelblauen Schweifflossen werden violett und der Bauch wird weiß-silber. Für das Shiny Mega-Sumpex gilt die gleiche Färbung. Als Sumpex zeichnet sich durch eine unglaubliche Stärke aus, mit welcher es mit Leichtigkeit tonnenschwere Felsblöcke bewegen kann. Seine Arme sind dabei steinhart, somit ist es dazu fähig, durch die Attacke Hammerarm Gegner mit nur einem Schlag zu Boden zu strecken, stärkst Felsen zu zerbrechen oder während des Schwimmens ein großes Schiff zu ziehen. Es ist in der Lage, so schnell wie ein Jetski zu schwimmen und auch sein Sehvermögen ist so ausgeprägt, dass es selbst in trüben Gewässern sehen kann. Es gehört der Kategorie Lehmhüpfer an, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass es Gegner mit Spezialattacken des Typs Wassers wie Lehmbrühe oder des Typs Boden wie Schlammbombe zu Leibe rückt. Wie alle Wasserstarter-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Kombinationsattacke Wassersäulen zu erlernen. Falls sie mit Feuersäulen kombiniert wird, entsteht ein Regenbogen, welcher alle Ziele verwirrt. In Kombination mit Pflanzensäulen entsteht ein Moor, welches die Initiative des Gegners senkt. Zusätzlich kann Sumpex als voll entwickelter Wasserstarter ebenfalls mit genügend Zuneigung die Aquahaubitze von einem Attackenlehrer erlernen. Bei dieser handelt es sich um die Wasservariante des Hyperstrahls und somit gehört diese zu den stärksten Angriffen dieses Elementartyps. Ebenfalls teilt es sich mit den Wasserstartern die Standardfähigkeit Sturzbach. Besitzt ein Pokémon mit Sturzbach nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Wasserattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit ist Feuchtigkeit, die explosive Attacken und Fähigkeiten wie Finale, Explosion oder Finalschlag unterbindet, solange es sich auf dem Spielfeld befindet. Mega Sumpex einzige Fähigkeit ist der Wassertempo, das bei Regen seine Initiative verdoppelt, somit wird es bei diesem Wetter zu einem gefährlichen Sweeper. Sumpex baut sein Nest am Ufer von pittoresken Stränden und schützt diese bei Stürmen oder Flutwellen, indem es Felsbrocken anhäuft. Diese Stürme kann es vorhersehen, indem es mit seinen Finnen die Geräusche von Wellen und Wind wahrnimmt und jede Veränderung rechtzeitig erkennt. Es hat dabei exzellente Augen, mit welchen es sogar in trüben Gewässern sehen kann und sich auf sämtliche Gefahren vorbereiten kann.
Dabei ist Zumpex der dritte Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich aus Morabell, welches sich wiederum aus Hydropie entwickelt. Weiterhin kann Zumpex seit der 6. Spielgeneration eine Mega-Entwicklung vollführen. In der Entwicklungsreihe werden die Hauptcharakteristika von Hydropie beibehalten. Diese sind seine blaufarbene Hauttone, die orangefarbenen, aus drei Zacken bestehenden Kiemen an den Wangen und die Flosse auf seinem Haupt. Durch jede Entwicklung gewinnt das Pokémon an Körpergröße, durch die zweite Entwicklung noch an orangefarbenen Zielelementen an den Gelenken, welche Ähnlichkeiten zu Ellbogen oder Knieschonern aufweisen und seinem Wirken Ausdauer verleihen. Interessant ist, dass Morabells Farbgebung im Gegensatz zu Hydropie und Zumpex einen türkisen Stich hat und es statt einer Schreibflosse zwei besitzt. Wie alle regulären Starter-Pokémon entwickelt es sich durch Erreichen eines bestimmten Levels. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Hydropie zu Morabell auf Level 16 und von Morabell auf Zumpex durch Level 36 ausgelöst, die Mega-Entwicklung durch den Einsatz eines Zumpex Need. Mit der Typenkombination aus Wasser und Boden ist Zumpex immun gegen den Elektrotypen, nimmt halben Schaden gegen Feuer, Gift, Gestein und Stahlattacken, nimmt vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.